Hallo Minecraft-Freunde, ja, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich hatte gestern einen Livestream, war zwar leider nicht angekündigt mit einem Video, weil ich leider zu lange arbeiten musste, um das noch zu produzieren. Da will ich mich nochmal entschuldigen, ein paar Leute waren hier und wir haben hier ein bisschen schon begonnen, das Haus. Ich habe da noch ein bisschen selber weitergebaut. Und ja, dann habe ich ungefähr drei, vier Stunden verbracht, ein bisschen die Map hier zu abklappern. Hat mich einiges an Essen gekostet, einiges an Herzen und. Ich war eigentlich auf der Suche nach Basalt. Ich habe zwar diesen Vulkan gefunden, habe mir aber gedacht, ich kann es euch mal gerne zeigen. Da ist keine Textur drauf, ne? Und dann gedacht, habe ich das gleiche wie drüben? Es ist auf jeden Fall der gleiche Basalt, aber da dürfte irgendwas mit dem Texture Pack schiefgelaufen sein. Da muss ich dann nochmal nachgucken, was da schiefgelaufen ist. So, wir werden heute mal eine längere Folge machen. Mal schauen, vielleicht wird es sogar eine Stunde, keine Ahnung. Wir werden halt mal viel entdecken. Ich habe das beim letzten Mal gemerkt, dass das nicht so einfach ist, weil ihr seht, Dorf, bla 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 bla. Und da werden wir dieses Mal uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich hätte jetzt gern nur noch ein bisschen Eisen. Ups. Und ein bisschen Holz. Weil. So. Ich würde mir noch gern eine Transportwaage bauen und noch eine Kiste, die ich dann mitnehmen kann. Das habe ich in so einem kleinen Table gefunden. Den habe ich gleich ausgeräumt, weil da extra jetzt stehen bleiben und sich das anschauen. Wäre jetzt nicht so spannend gewesen. So, ich bräuchte noch ein bisschen Stein. Ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Gib mir einfach einen Stein. Zum Haus, wie das aufgebaut wird, komme ich dann nachher. Ich möchte jetzt mal auf jeden Fall mal, dass wir da ein bisschen was abfarmen gehen. Und wie ihr seht, ich habe mir auch schon upgegradet und Hammer und Schaufel, Excavator gebaut. Ihr könnt den Livestream, glaube ich, noch 15 Stunden lang schauen auf meinem Twitch-Kanal, wenn ich mich nicht recht täusche. Kommt davon, wann ich die Folge hochlade. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen erforschen. So, was haben wir denn als nächstes? Einen Lucky Block. Wir werden jetzt Folgendes machen. Dadurch, dass ich eine Kiste habe, stelle ich die Kiste hierher, pack all mein Zeug rein. Oh je. Okay, ist nur ein Pilz. Ein mystischer Pilz. Okay. Die einzige Hoffnung ist ein Pilz. Gut. War wohl nix. Außer, dass ich mir jetzt mein Inventar wieder ordnen kann. Schauen wir mal. Ich habe dann noch einen. Der war beim Basalt. Den habe ich durch Zufall dann entdeckt, dass hier unten einer ist. Ich stelle das lieber weiter weg. Oha, oi, schon zwei Leuchtfeuer. Ach Gott. Da in der letzten Folge hatte ich das Nether-Portal gleich, jetzt habe ich schon zwei Beacons. Kann ja eigentlich gar nicht so schlecht werden. So, wir gehen jetzt mal zum ersten Dorf. Den kann ich rauslöschen. Den brauche ich nicht mehr. Das bleibt Dorf. So. Auch ein ziemlich großes Dorf. Wo war das eine? Da, das sind gleich zwei nebeneinander, Riesendörfer hoch zwei. Das heißt, ich komme mit dem fix nicht aus. Wir werden sicher einmal Zwischenstopp machen müssen. Ich finde Dörfer immer cool, weil so hat man gleich einen schönen Start. Man muss nicht, oh, das ist gut, gleich ein Becken. Man muss nicht ewig lang. Man braucht nicht ewig lang in den, zum Bay wegen den Folgen. Man
kann einfach loslegen. Deswegen habe ich gern ein Dorf. Ich muss generell sagen, dieser Seed ist ein Wahnsinn. Ich habe noch nie so einen schönen Seed gesehen. Ich weiß nicht, irgendwie sind alle immer irgendwie blöd und was weiß ich. Aber ich hätte schon wieder 5 Orte gefunden, wo ich mich ansiedeln würde. Vielleicht bauen wir dann einfach mehrere. Weil zum Beispiel, ich habe noch nie, glaube ich, in einem Seed, wo ich gespielt habe, noch nie diese gebrannte Lehm-Ding gehabt. Ne? Dann haben wir hier komischerweise ein bisschen, wie heißt es, Twilight Forest. Pilzbiom, die mag ich sowieso nicht. Da ist auch noch ein Dorf. Das ist das Dorf. Nein, das ist das Dorf, was wir gesehen haben. Nein, da oben. Ich glaube, da oben ist auch noch eins. Hier. Ich habe viele kleinere Dörfer. Ich glaube, ich habe nicht mal alle markiert, weil das wäre einfach viel zu viel. Und ja, ich finde ihn eigentlich recht schön, den Seed. Muss ich schon sagen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen plündern. Mal einbrechen überall. Gut. Einmal einen Reinfall. Fliegen wäre schön gewesen. Da ist, glaube ich, auch nichts drin. Außer Gras. So. Aber jetzt. Gut. Haben wir schon mal unser erstes Grimmskrams klumpert. So. Da brechen wir jetzt mal ein. Hallo. Stahlstiefel. Eisenschutz. Das nehmen wir mit. Die Stahlstiefel lassen wir da. Mit RF-Tools befasse ich mich gerade. Beziehungsweise schaue ich mir gerade an, wie das so im Genauen funktioniert, weil ich möchte ja Mooscraft in dem Sinne nicht mehr verwenden. Sehr gut, Bücher. Ja, ich reiße eure Bibliothek ab. Nein, den könnt ihr euch behalten. Okay, ganz ruhig weiteratmen. So. Dann nehmen wir uns ein bisschen was zum Futtern mit. Obwohl wir eh eigentlich schon ziemlich viel haben. Der Imker, der gefällt mir. Da schlagen wir gleich die ganze Wand kaputt. Ah, ich will jetzt den nicht extra. Teak. Ist das Teak? Wie schaut Teak aus? Grau. Nee. Gemeine Drohne, gefrorene Waben. Den nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und hier plündern wir mal fett. So, jetzt können wir schon, wir werden anfangen mit der Kiste. Da schmeißen wir mal das Ganze rein. Den, das, das, das. Den Eimer, den Weizen. Ja, das schmeißen wir da auch mal dabei rein. Das schmeißen wir weg. Genauso wie das. Ja, so geht's auch. Jetzt hebe ich es gleich wieder auf. So, und jetzt nehmen wir das einfach auf. Jetzt hätten wir aber die Lähmung. Aber es gibt einen kleinen Trick. Packt man das Ganze in seinen Rucksack, ist die Lähmung weg. Das sind die Wachen, auf die müssen wir aufpassen, weil die haben mich nicht erst einmal umgebracht. So. Ich hätte mir mehr Erde mitnehmen sollen. Ich hasse so Dörfer, die was so zerstört wurden. Wo geht's denn hier rein? So. Da. Jetzt falle ich schon wieder. Kartoffeln. Nein, ich brauche. Oh. Was ist denn das hier? RF-Tools. Gerade sprechen wir noch davon. Kann das irgendwas? Warum leuchten die unterschiedlich? Sequencer. Ich glaube, das lassen wir mal hier. Und das schauen wir uns irgendwann. Das lasse ich zumindest mal hier und das schaue ich mir dann an, sobald ich weiß, um was es hier konkret geht.
Felder, Bücher. Ein großes Haus. Was ist das? Noch mehr Bücher. Ups. Schlagen wir uns gleich da durch. Ja, Bücher sind wichtig. Jetzt fällt mir gerade ein, weil ich habe vorher einen Screenshot gemacht. Jetzt habe ich noch immer auf friedlich. Das werden wir jetzt mal ändern. Friedlich. So, das ist Witcher. Das lassen wir auch. Das interessiert mich auch noch nicht. Das müssen wir uns auch noch nachher anschauen. Das sind dann nachher so die Spielerei-Mods. So. Ja, ich glaube, das war jetzt eh mal das Gröbste von dem Dorf. Dorf. So, das nächste ist Dorf 2. Was jetzt in der Nähe wäre. Ist das dieses Doppeldorf? Nein, einfach ein großes, eingemauertes Dorf. So. Wir wieder eine Smeltery. Und eine Spinne. Ah, da oben war. Da oben. Da habe ich vorher gesehen. Wo sind die Soldaten? Das hier oben. Aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund. Ein. Da oben. Ein Strohmann oben steht, wo normalerweise drunter ein Spawner ist. Okay. Oh je. Da wieder rauf. Oh, es hat jetzt auch runtergefallen. Wo ist er? Oh! Stürzt in den Tod. Du miese Ratte. So. Genau. Skelett-Spawner und eingesackt. Nehmen wir das Getreide mit? Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Karotten würde ich gern mitnehmen. Ich glaube, ich esse jetzt mal was. Wenn ich was zu essen mit hätte. Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz heim. Zumindest auf die Baustelle. Und schlafen mal schnell eine Runde. Ja, schön, dass ich den Timer neben mir liegen habe, ihn aber nicht gestartet habe. Und hier sind meine Kartoffeln. So. Wer kommt da jetzt? Spider-Man. Peter glaubt, dass da der Big Rack da reinkommt. Mm-mm. Werdet jetzt schon sehen, was da reinkommt. Beziehungsweise... Ist ja eh schon was drinnen. Kann ich die eigentlich gleich da lassen? Bisschen was ist drin. Warum nicht? Spawner. Ah, das nehmen wir mit. Blume. Den will ich auch gern ausräumen. Brauche ich auch nicht mit. Gut. Ich nehme mir das Bett, glaube ich, mit. Und craft mir noch schnell eine Axt. Oder ich nehme die Stahlaxt mit. Passt schon. Hat sich erledigt. Gut, dann gehen wir wieder zurück ins Dorf 2. Ich glaube, ich habe zweimal Dorf 2. Genau, jetzt sind wir im anderen Dorf 2. Macht da nichts. Da ist mit dem Stonehenge hier drin. Hallo Hexe. Melon, Stahl ist gut. Das lassen wir noch drin. Hier ist irgendwo böse Viecher. Ah, da unten. Da stört sie niemand. So, jetzt nehmen wir da die Smeltery mit. Und ich esse jetzt mal was. So. Gut und abgebaut. Bin jetzt langsam froh, dass ich mir den Hammer gebaut habe. So, weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll. Zack, zack, zack.
Dann können wir uns eine fette Smeltery bauen. Irgendwer kämpft da. Besiegt den Feind. Diese Glashäuser sind auch neu. Die kenne ich auch selber noch nicht. Bin gespannt. Ich glaube, die sind von Agricraft. Aber vorher, jetzt habe ich die Erde. Aber die werden wir gleich wissen, was das ist. Rötchen, Dunkelstall ist gut. So, die Guardians kämpfen hier ganz fleißig. So, jetzt schauen wir mal, von wem das ist. Ich vermute Agricraft. Das schaut zumindest danach aus. Ja. Yep. Das ist Agricraft. Ist hier irgendwas schon? Okay. Das schaut erntbar aus. Obwohl. Gut, das lasse ich dabei. Da muss ich mir dann, wenn ich soweit bin, schaue ich mir das dann an. Was? Du bist ja verrückt. So. Gehen wir weiter. Das ist das große Haus. Schmiede waren wir schon. Gibt es kein... Da ist wieder sowas. Okay, da ist ein Dingshaus. Dann nehmen wir mit. Ein... Na, wie heißt es? Railcraft. Ja, eine nehmen wir mit. Schienen. Das, Holzschienen. Das. Und schon Inventar voll. So. Das Schwert lassen wir da. Und das Essen lassen wir da. Kies schmeißen wir weg. Das sacke ich noch ein. So. Okay, die Axt bleibt auch hier. Das bleibt auch hier. Kies schmeißen wir weg, haben wir gesagt. So, dann sacken wir das mal ein. Kommt daher. Kies schmeißen wir weg. Ist da noch was drin? Nein. Schon wieder aufkommen. So. Melonen. Ich befreie euch von dem Bösen. Oha. Wo kommt sie jetzt alle her? Was war da oben für ein Zaun? Da meine Tinkersbude. Und noch Bücher. Ja, ich befreie dich, bitte. Lass mich nur durch. So, dass ich dir deine Bücher mopsen kann. Ich glaube, eine Schmiede baue ich auch, Smeltery baue ich auch nicht mehr ab, weil ich glaube nicht, dass ich noch so viel brauche. Kupfer, Papier, blablabla. Naja, ist nichts Interessantes. Das möchte ich nur mitnehmen. Weil jetzt haben wir eines drüben stehen. Oje. Na, Papier ist nicht so. Knochenaxt. Na, ich brauche das nicht. So, jetzt schauen wir mal von da oben. Da ist eine Kirche. Ist da noch was Interessantes? Da sind wahrscheinlich wieder Bücher. Nein, holen wir uns noch die Kirche. Die ist noch interessant. Soll ich da fast wahrscheinlich überall reingefallen? Genau, weil da ist ein Taumakolodium drin. Und noch ein bisschen Close Down. Da haben wir nochmal Tinkers. Pisten mitgenommen. Feuerstein Obsidian, das ist gut. Die kann man mitnehmen. Haltbarkeit. Nutzgeschwindigkeit 1,57. Okay, nee. Brauchen wir nicht. Was ist da noch drin? Knochen. Hat 200.
besser als alles andere. Nehmen wir mit Feuerstein. So. Gut, da haben wir noch. Oh, Mistcraft. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich mache nichts aus Mistcraft. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ein, zwei Welten. Mal schauen, wie es in dem Modpack, wie da sich Mistcraft verhält. Werden wir sehen. Okay, es laggt schon, wenn ich nur abbaue. Oder es laggt jetzt gerade aus irgendeinem Grund schon. Gerade. Aber warum? Computer, was ist denn los? Magst du mich nicht? Magst du nicht mehr spielen? Nochmal. Da ist der Herr Imker. Hier gibt es einen Imker. Nochmal eine Schmiede. Oh, ho, 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 ho. Das ist natürlich geil. Das gefällt mir. Das ist Dings. Witchery. Da war ich jetzt schon drin, ja. Ha, ha, ha. Ich weiß gar nicht, was ich... Okay, und dann raus wieder, weil ich keine Bücher habe. So, gut. Dorf 2. Dann waren wir in dem Dorf. Dann gibt es nochmal ein Dorf 2. Das war das, wo wir vorher waren. Ah, ja, ja, ja. So. Ja, tötet sie mal, dann gehe ich rein. Weil sonst wäre ich dann noch kaut. Gut gemacht, Männer. Oh je. Au, oh, lasst sie ja mich raus. Wo ist der schon wieder wer? Gibt's denn nicht? Ich will das gerne abbauen hier. Hallo, Entschuldigung. Danke. Jetzt gehen wir nur noch durch und schauen, was wir so finden. Weil wir brauchen im Prinzip nicht mehr so viel. Geht's mir jetzt nicht am Arsch erst. So viel ha. Witcher da, Witcher dort, Dorf dies, Dorf das. Gibt's hier keine... Doch, hier. Dum, 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 dum. Tada! Oh, oh. Stahlschwert. Was haben wir hier? Eine Apotheke. Versteckt im Schatten. Nein, Kartoffel nicht. Na, haben wir schon wieder ordentlich was zusammen. So. Ein Apfel. Da irgendwas drunter. Nö. So. Ja, ich glaube, das war es eh im Großen und Ganzen. Und dann haben wir, glaube ich, noch dieses Dorf. Oh, dieses Doppel-Mega-Mega-Dorf. Wir werden jetzt nur noch in den Schmieden reingucken. Wieder eine Smeltery. Wir könnten schon 5 davon bauen. Okay. Ich glaube, wir können uns bald den Magneten bauen. So, jetzt brauche ich mein Bett und ich Dösel habe das natürlich da reingegeben. Tun wir tauschen. Nimm du das. Gehen wir halt mal hier so mitten. Ich wollte mir eigentlich auch einen Schlafsack machen. Vielleicht werde ich mir den dann noch machen. Puh, das ist auch riesig, das Dorf. So, schauen wir mal, was da Schönes wächst. Ja, das ist eigentlich... Das ist gut. Der war sicher drüben auch, nur habe ich ihn nicht gesehen. Hallo. Was? Der hat Wucherpreise. Pisten passt. Nichts Interessantes noch. Witchery, nichts. Ein Imker. Mistcraft. Da sind wenigstens auch Seiten dabei.
Ach so, okay. Ja, ich weiß. Mit der Axt geht es wesentlich besser. Gib mir noch den Tisch, obwohl ich brauche den eigentlich gar nicht mehr. Das ist gut. Das brauche ich nicht dabei. Das will ich haben. Das will ich haben. Gib mir alles. Gib mir all dein Leben. So. Ah, noch mehr Bücher. Bücher über Bücher über Bücher. Nix. Wurscht. So, war ich in der jetzt schon? Oder ist das die andere Seite? Wo bin ich denn jetzt? Nein, das ist eh die. Ja, dann gehen wir noch in die andere. Brechen wir dort bei denen ein. Ein Enderman. Schön haben sie hier. Hier unten ist die Ding. Gut getroffen. Ah nein, das gibt's nicht bei jedem. Schaut, hier gibt's dieses extra Ding. Nicht. Gebiete, jetzt muss ich da raufhupfen. Ach Gott, gibt's hier nicht einen schöneren Weg nach oben? Eigentlich müsste ich zurück und ausleeren gehen. Aber jetzt schauen wir mal. Ah, hier gibt's schöne Treppen. Doch nicht. So, jetzt sind wir mal so halb dort oben. Ah, das macht mir jetzt schon keinen Spaß, dieses zu durchsuchen. Ach Gott. Obsidian-Schaufel. Brauche ich nur einen. Pisten. Ich hätte noch gern die Schmiede. Die Schmiede. Wo habt ihr die Schmiede versteckt? Ich weiß, dass ihr eine habt. Schon. So. Schauen wir mal, vielleicht finden wir es so. Die Schmiede. Da ist eine Railcraft-Bude. Da gehen wir jetzt auch hin. Zur Railcraft-Bude. So. Jetzt packen wir da die Dinge wieder aus. So. Ach Gott. Schafe, soll ich euch mitnehmen? Das passt da rein, das passt da rein, das nehme ich mit. So, aus zurück. Zurück zur Baustelle. Hingestellt, Müll abgeladen. So, jetzt zeige ich euch noch mal, was ich noch so entdeckt habe. Das war eben der Basalt. Dann hier den kleinen Kiesberg. So, Kies, überall Kies. Den werden wir komplett ausgraben. Und habe ich noch irgendwas entdeckt? Nö, ich glaube, wir haben jetzt ziemlich alles, was man so
entdecken kann, entdeckt. Bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr so Modpacks spielt. Habt ihr eigentlich Dschungelbiome? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Dschungelbiom gehabt hätte. Ups. So, jetzt eine kleine Erklärung zu dem Haus. Und zwar, hier wird der normale Eingangsbereich, hier geht dann die Straße Richtung Wüste und hier wird sich dann wahrscheinlich aufteilen. Hier geht dann eine Straße nach hier, beziehungsweise machen wir da vielleicht sogar eine Bahnverbindung. Hier ist auch noch einmal ein Lucky Block, dann werden wir gleich schauen. Und halt in die jeweiligen Richtungen, das heißt, das ist das Haupthaus, da geht es davon aus. Ich erkläre euch das da. Und wir hatten die Idee beim Stream, dass wir meine normale Werkstatt hier einrichten, so wie ich sie eigentlich immer habe. Nur halt, weil ich da irgendwie so drüber bauen wollte, hier kommen dann so Säulen her drunter. Das bleibt so freischwebend und das wird dann so ein Innenhof. Und da haben wir dann so richtig lustige Ideen gehabt. Hier machen wir so einen kleinen Teich her. Er wird nicht groß sein, aber klein mit so einem Baum. Ja, das ist dann hier einfach so und hier kommt dann überall Glas rein, dass man das so sieht. Und das ist dann so meine Relaxing-Zone. Nach dem langen, harten Arbeitstag kann man sich da drin herrlich entspannen. Und ja, so ist der Grundgedanke. Wir werden jetzt dann nachher mal schauen, wo wir die Smeltery hinbauen, weil das machen wir in einem eigenen Haus. Oder ich weiß nicht. Das sind halt alles Sachen, die was eigentlich zusammengehören. Die werde ich auch noch hier machen. Die Smeltery bleibt hier. Ja, es ist glaube ich besser. Ich muss halt nur jetzt überlegen, wohin. Und hier habe ich mir eventuell gedacht, dass ich dann so eine Art Wohnraum baue, wo halt dann ich ja mein Bett stehen habe oder was weiß ich. Und der kommt dann hier, kommt dann eine Treppe runter und das ist halt dann da in der untereren Ebene. Hier muss ich erst den Basalt dann noch ergänzen, zum Beispiel das ist das Texture Pack. Und so wäre ungefähr der Plan. Hier habe ich den ganzen Stein versteckt. So, ich würde mir noch gern die ganzen Sachen zusammencraften, die ich jetzt gestibitzt habe. Und zwar eine Obsidian-Schaufel. Das ist halt blöd, da brauche ich Obsidian. Wo ist der Rest? Hier brauche ich auch Obsidian. Obsidian, alles braucht Obsidian. Wie viel habe ich von dem jetzt? Schon 6 Stück. Schauen wir mal. Ups. Der braucht das gar nicht. Ach Gott. Ich vergesse das immer wieder. Stab des Reisenden. Könnte man so einen Gleiter bauen. Nein, es geht sich nicht aus. Wir werden aber jetzt dann irgendwann eh anfangen mit den ersten Maschinen. So, jetzt möchte ich mir gerne noch... Jetzt habe ich das natürlich so hergebaut, dass ich dann nicht mehr zubekomme. So, wo habe ich denn mein... Hier. Das heißt, ich kann noch 2 Gussformen machen. Was ist Zombie? Raus aus meinem Haus. Obwohl Schwert, muss ich mir eigentlich gar nicht... Obwohl, nein, ich will den Ender eigentlich nicht so verbrauchen. So. Das stopfen wir jetzt auch noch irgendwo rein. Ups. Oder wir machen noch eine Kiste. So. Passt. Gut. Ist das schon fertig? Ja, jetzt baue ich einen Stock. Geht das mit dem normalen? Ja. Nein, geht nicht. Muss ich jetzt extra einen aus Stein anfertigen. Extra. So. Das kann man gleich wieder wegschmeißen. Da kann man oben noch was reinpacken. Jetzt habe ich noch eines. Das X. Wo habe ich ihn jetzt? Da.
Okay, die Werkzeuge schon brauche ich nicht. Aber das. Jetzt gehen wir kurz noch. Beziehungsweise. Gehen wir mal eine Runde schlafen. So, jetzt holen wir uns noch aus unserem Zuhause das. Baustelle. So. Ah. Dann stelle ich die halt daher. So. Ups, da. Und dann brauchen wir einmal das. Gut, dann haben wir mal die Formen fertig. Gut, das können wir auch wieder wegschmeißen. Habe ich noch Roheisen? Da haben wir noch zwei. Wie schaut es mit der Lava aus? Ja, da werden wir auch wieder welche holen. So. Ich habe halt noch immer kein Redstone, das ist das einzige, was mich. Ich sollte mal richtig farmen gehen. Das wird heute meine Tagesaufgabe. Mindestens 4 Stacks Redstone und Dias. Schauen wir mal. So. Da mal dieses. Cheat-Eisen, aber das lassen wir drin. Werden wir dann in den Berg gleich so eine Mine bauen. Da. Hopp. Füllen wir wieder nach. Ich werde wirklich immer schneller. Jetzt kommt mir so vor bei den ganzen Let's Plays, dass ich immer früher alles Mögliche habe. Jetzt habe ich schon Hammer und das habe ich in der letzten, glaube ich, erst gehabt. Puh. Keine Ahnung. Machen wir das jetzt einmal uns eine Eisenspitzhacke, weil die können wir wenigstens reparieren. Brauche ich noch ein Binding. Dankeschön. Ich glaube, das geht. Also da steht kein Tisch daneben. Das kann man hier nur machen, wenn die Werkzeugstation genau nebenan steht. Dann kann man das da drin auch machen. War eh klar, dass das verkehrt. Eine Eisenspitzhacke. Dann kann ich die Steine wegschmeißen. Das ist wieder nur unnötiges Inventar. Was haben wir jetzt alles von der Schaufel? Schaufel hätten wir eine Knochen auch. Obsidian hat halt keine Reich. Nein, dann machen wir lieber die Knochen. Weil die kann ich noch eher reparieren zurzeit als wie Obsidian. Weil Obsidian geht ja gar nicht. Habe ich das schon wieder da reingelegt? So, die hat jetzt 200, ist auch nicht viel. Aber die hat überhaupt wenig. Ja, das passt schon dabei. Wo ist eigentlich meine andere Schaufel hin? So, und die Axt. Die machen wir halt dabei aus Obsidian. Haben wir nichts anderes. Da ist die Schaufel. Den nehme ich nur mit. Das nehme ich auch mit. Dann macht halt nichts. Eisengriff dazu. Zack, zack. Passt. Gut, das packen wir dabei wieder weg. Das bleibt bei mir. So, das kommt auch jetzt noch weg. Nicht das, das auch. So. Jetzt haben wir mal alles Werkzeug beieinander. Jetzt muss ich mal da nur noch dann ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze jetzt dann aufbauen möchte. Und dann werden wir schon anfangen. Brauchen nur Redstone und etwas Gold. Das ist das Einzige, was uns dann noch fehlt. Ich wollte noch was machen. Hier habe ich eine Viech. Ich habe jetzt eh gesehen, ich habe eh mehrere gefunden. Aber ich habe gedacht, bevor ich gar keine finde, hole ich mir lieber... Okay, eh nur ein Setzling. Oh, Kohle. Das
Schöne Aussicht über den magischen Wald. Wir werden schauen, ob wir am Kiesberg. Kiesberg. Erstens werden wir hier ein bisschen Kies mitnehmen. Hier besteht fast, hier besteht wirklich, oh je. Fast nur aus Kies. Dann nehmen wir ein bisschen was mit. So, kann man hier irgendwo schön reinbuddeln. Hier wirklich nur Kies. Aber ist hier gut. Limestone, da ist dieses komische Gold. Hops. So, dann ein bisschen Kupfer noch. Das braucht man dann auch. So. Wo wollte ich jetzt hin? Schnell, sonst sterbe ich. Ja, was ich sagen wollte, ich kündige gleich hier an. Am Sonntag um 19 Uhr ist wieder ein Livestream. Diesmal kommt ein Video, also davor, dass der Livestream, also eine Stunde vorm Livestream werde ich ein Video hochladen, weil es kann sein, dass es sich wieder verschiebt. Und so wisst ihr, wann es losgehen wird. Ah, schnell. Haha, der Geist mehr. Danke für deine Enderperle. Jetzt haben wir schon zwei. So. Tam, tadam. Frage ist, wo die zweite ist. Ich glaube, die zweite ist im anderen Teil, also im anderen Lager. So. Schauen wir gleich mal. Applied Energy Stick. Ich würde, den brauche ich eigentlich nicht. Weil wir haben Meteoriten. In der Nähe auf jeden Fall mal keine. Hier haben wir einen. Da werden wir uns dann das nächste Mal drauf stürzen, dass wir ziemlich schnell an irgendwas rankommen. Strom, können wir da schon irgendwas? Wir brauchen, glaube ich, auch alle Redstone. Ja. Ja, na, dann werde ich auf jeden Fall jetzt mal farmen gehen, weil bevor ich jetzt hier sinnlos immer dumm renne und farmen ist jetzt nichts, was recht spannend ist. Gut, bis dahin, ich glaube, sie war jetzt eh ein bisschen länger. Zwar nicht so lange, wie ich eigentlich geglaubt habe, dass sie wird, aber dass wir dann so schnell fertig waren, beziehungsweise, ja, es wäre eh nur noch Blödsinn gedroppt und bla bla bla. Ja, gut, also, ja, morgen Livestream, freue mich auf euch. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!